hallo, da sind wir wieder hier bei den ESL Pro Series Finals. Nein. Wir werden hier beworfen, das ist ja... Leute, continuos oder so. Ja, viel Spaß damit. Ja, ich hoffe, ihr habt auch gut... Tut mir leid. Willst du ein Headset? Ja, ich hoffe, ihr habt auch so eine gute Laune zu Hause, denn wir sind hier beim großen Finale in League of Legends, der ESL Pro Series Finals Spring 2014. Wir müssen irgendwas an diesem Namen ändern. Du als Produktmanager hast ihn hier quasi ausgedacht, aber okay. Ja, wir müssen was daran ändern. Ich werde mal drüber nachdenken, vielleicht für die kommende Season. Ich glaube, ich nenne es einfach komplett. Vielleicht benennt ihr euch einfach zeitgleich um mit Tick, Trick and Duck, damit wir genau, auch richtig. Wir werden uns da nochmal irgendwie was überlegen. Nee, Deutschlands bester Gamer, kann man sich besser merken. Den suchen wir nämlich und das entscheidet sich jetzt eventuell auf der nächsten Map, darf ich ja nicht mehr sagen, der nächsten Runde. Das ist das nächste Match. Nächste Match. Genau. Ja, der zweite Teil der Begegnung, das zweite Spiel. Wir als alte Counter-Strike-Fans sind halt eben noch auf die Maps irgendwie fixiert. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir warten jetzt, dass es gleich weitergeht. Die Spieler sind wieder zurück, haben eine kleine Taktikpause wohl gemacht und waren mal vielleicht auf Toilette. Und ein bisschen frische Luft schnappen. Auch das. Klären und dann wieder angreifen, wenn es heißt... League of Legends. Ja, siegen oder eventuell noch eine Map spielen. Noch eine Map, damals wieder. Auf wen tippst du, für wen tippst du das oder willst du das nicht äußern, Melli? Du hörst mir gar nicht mehr zu. Wir dürfen ja prinzipiell nicht parteiisch sein und auch keine Favoriten äußern. Aber ich meine, wenn man einfach auf das Papier guckt, dann ist N-Faculty hier auf jeden Fall der Top-Reiter. Aber wir wollen uns nicht festlegen. Wir wollen es uns nicht festlegen, ganz genau. Es kann nämlich alles passieren. Das ist das Schöne an solchen Veranstaltungen. Wir haben doch gestern mal StarCraft gesehen. Showtime ist jetzt vielleicht für die LoL-Fans da draußen nicht so interessant, aber auch jemand dann hoch angesetzten Favoriten, der es leider nicht geschafft hat. Für LoL-Fans zu erklären. So. Also, da gab es einen Spieler. Nein, letztendlich ist es alles möglich. Die sind doch nicht doof. Nein, aber die kennen vielleicht nicht Showtime und Patience. Weiß ich nicht. Okay. Okay, lassen wir es. Das ist genug von StarCraft. Wir machen weiter mit League of Legends. Nochmal einen großen Applaus. Das Finale geht weiter mit der zweiten Runde. Danke. Sehr schön. Also es gibt hier auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun. Das bedeutet, die Darks liegen jetzt ja nun einen Punkt mehr oder weniger hinten, beziehungsweise eine Map. Ja? Eine Map, ja, eine Map hinten. Und das Ding wird jetzt sein, dass sie schauen müssen, wie sie da zurückkommen. Also es ist jetzt sehr, sehr unangenehme Situation für sie auch in Faculty zurzeit absolut flawless. Ja, also ich finde auch echt, diese Evelyn ist wirklich super gut durchgekommen. Einfach, da hat wirklich ein Kill ausgereicht oben auf der Toplane für den Jax, um da einfach zu snowballen. Das ist ja wirklich meistens so auf der Toplane, dass da ein Kill da wirklich ausreicht. Und auch Botlane, also totale Zerstörung, muss man wirklich schon sagen. Also vom Farm her war das wirklich ein krasser Unterschied. Richtig, und ich glaube, das hat auch ganz einfach eine Faculty gut gemacht. Sie haben einfach gesagt, okay, wir haben eine Toplane, die ein bisschen Sit braucht. Obvious, geht immer hoch. Gerade mit Evelyn ist das sehr, sehr unangenehm. Und dann holen wir jetzt die Botlane, die komplett autonom handelt. Auch in der Mitte, Sito, er hat natürlich weniger Farm, okay, hat ein bisschen Probleme gehabt, aber es war im Prinzip total egal. Und somit die Rotation des Jungles immer wieder über die Toplane. Und man muss ja sagen, Obvious hat das einfach solider, stärker gemacht als Nightmare. Und Nightmare muss sich dann natürlich entsprechend was einfallen lassen, um ihren Toplaner durchzubringen. Bezogen auf die Bans, das kann ich voll nachvollziehen. Evelyn sofort rausgenommen. Evelyn, Soraka, Nidalee und Lulu. Lulu haben wir heute immer gebannt gesehen. Ist auch, denke ich mal, ganz verkraftbar. Soraka und Nidalee finde ich auch super. Nidalee will man nicht im Game haben. Ist einfach sehr, sehr nervig und super stark. Und, die Frage ist jetzt nur, ob TDD jetzt entscheidet, was an der Botlane zu schrauben. Wie gesagt, Caitlyn hat sich auch bis jetzt als bester AD-Carry ausgezeichnet. Immer ab und zu ist er noch ein Lucian durchgekommen. Letzte Spiel wurde auch gebannt. Es ist die Frage, ob man vielleicht eventuell Lucian durchlässt und eher als Mittel dient, vielleicht gegen eine Caitlyn anzukommen. Jax nun ebenfalls draußen. Das heißt, man nimmt wirklich ein bisschen N-Faculty auseinander, aber es wird natürlich nicht der einzige Champion-Pool sein. Genau, also Promail kann da durchaus noch die ein oder anderen Champions spielen. Und letzter Bann ist Kha'Zix. Finde ich auch gut. Kha'Zix sehr stark. Man hat natürlich jetzt viele starke Champions immer noch offen, aber ist klar, 6 Bans reichen da manchmal nicht aus. Eines Tages wird es dann 10 Bans geben. Genau, und First Pick ist hier 6. Finde ich auch sehr gut. Hat sich in den ein oder anderen Games hier sehr bewährt gemacht. Gerade in dem einen Faculty-Spiel, wo da wirklich so geklumpt wurde, in diesem einen engen Gang. Ja. In der 20. Minute war es, glaube ich. Da war ja wirklich totale Zerstörung einfach angesagt durch diesen Terrorist. Zumal er auch in der Lage ist, ganz selbstständig zu handeln. Das ist immer sehr, sehr schön, wenn er eine Lane hat, die nicht ständig weint, wo jemand immer vorbeikommen muss und Tränen wegwischen und niemanden töten, sondern man will einfach jemanden haben, der dort steht und überhaupt keine Probleme hat. Er ist da ein guter Kandidat für. Womit sich aber nun Tick, Trick und Duck auseinandersetzen muss, ist die Tatsache, dass, also Second Pick ist heute sehr kreativ. Ne? Es ist immer Elise. Und sie ist nun mal ein sehr, sehr starker Champion, gerade in den Händen von Obvious. Ich glaube, es ist echt das erste Mal, dass nicht
Trash und Elise gepickt wurde, richtig, als Second Pick. Also Elise immer gepickt worden bis jetzt als Second Pick. Ist auch unglaublich stark. Also sie hat einige Nerfs erfahren, immer wieder wurde dran rumgeschraubt. Na, wie kann man diese Spinne jetzt so ein bisschen balancen? Ja. Und das haben sie auch gut gemacht, finde ich, mit dem Cocoon. Das ist halt im Early Game weniger Stunt, aber dafür im Late Game halt brutal ist einfach nur. Und Promia auch, wie wir schon gesagt haben, er kann natürlich auch noch andere Champions außer Jax. Und mit Irelia hat er auch super gut performt. Ja. Also auch die Variation gezeigt, okay, gebe ich halt die 24-Safi-Variante oder halt nach dem 24 etwas defensiver, wenn es gerade irgendwie nicht so gut läuft oder mehr Tanking, das ganz einfach vom Team erforderlich ist. Ich würde das meiner Ansicht nach nicht so gut finden, wenn man sich jetzt hier für Lucian und Nocturne entscheidet. Das sind starke Champions, wirklich. Also Lucian und Nocturne sind super, keine Frage. Nocturne aber ein bisschen abhängig vom Feral Flare, falls er sich den holt. Ich hätte es aber, glaube ich, wesentlich effizienter gefunden, wenn man sagt, wir haben Six in der Mitte, wir holen uns jetzt Caitlyn und Karma. Ja. Und haben dadurch einen epischen Poke. Ja, also das wäre die sichere Variante gewesen, zumal ja auch Infecty, ja, sie haben wieder einen sehr, sehr aggressiven Jungler. Elise wirklich sehr, sehr aggressiv. Und Nocturne haben wir ja schon heute gesehen, Feral Flare ist ganz gut. Das Item ist eigentlich auch die momentane Meta, muss man sagen. Und es werden auch viele Jungler gespielt, die einfach auf diesem Item sehr, sehr stark sind. Aber ja, wenn du den nicht reinbekommst, ist das sehr, sehr schwer. Und Elise ist darauf nicht angewiesen. Sie kann gut ganken, sie wird tanky und macht Schaden. Also alles das, was man haben möchte eigentlich im Team. Und deswegen ist das immer sehr, sehr schwierig. Gerade mit dem Feral Flare brauchen jetzt Lanes, die sehr, sehr, sehr autonom handeln, ja, können. Wie gesagt, Six kommt klar, das ist schon mal okay. Da passt ein Feral Flare Jungler dazu. Auch Lucian kann sich behaupten. Es wurde auch auf der Seite von den Faculty sich dagegen entschieden, eine Caitlyn zu nehmen. Das heißt, man wird jetzt Lucian nicht outrangen und somit da immer noch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, wir arbeiten mit einer Morgana oder wir arbeiten mit einer Karma, je nachdem, wie sicher wir es haben wollen. Dass Janna und Fiora durchkommt, wage ich zu bezweifeln. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn das so wäre, aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Das heißt, wir können den Blick zu den Faculty wagen. Thrash haben wir immer gesehen, super effizient. Und diesmal wieder der Graves. Und der hat ja so gemischt eher performt. Ja, also einmal wirklich nicht so gut. Aber in Verbindung mit dem Six in dem einen Spiel war es wirklich tot einfach. Ja. Einfach nur der pure Tod, weil diese Kombo einfach aus dieser Granate mit den Six-Bomben war einfach nur brachial, dieser Schaden, der da einfach in dieses ganze Team reinhagelt. Und es ist jetzt Mundo gepickt worden auf den Top-Lane. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, heute noch gar nicht. Finde ich aber auch immer noch ein sehr starker Pick. Und Karma, Lucian, auch Poke. Einfach richtig, Poke also, des Todes, also. Die Entscheidung Karma zu nehmen, finde ich Bombe, weil sie ganz einfach in der Lage ist, den Sunny so seine Arbeit da, was das Farm angeht, zu ermöglichen, beziehungsweise da noch besser nachzusetzen. Mundo ist auch keine schlechte Wahl, sehr, sehr autonom, kann sagen, okay, ich brauche keine Ganks, ich arbeite mit deinen Cleavern, falls es mit dem Farm ein bisschen eng wird. Gegen Rehe ist es halt schon unangenehm, wobei er ganz einfach nur sagen muss, ich stack einfach Tankiness. Ja. Ohne Ende, Leben steht ihm gut, Leben kann man mehr oder weniger den absoluten Schaden von der Irelia countern. In der LCS wird noch ein bisschen anders gespielt, dass man sich für Teleport und Heal entscheidet. Also eine sehr, sehr offensive Variante. Und hier wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, ist aber in Ordnung. Siju wieder mit Orianna unterwegs. Finde ich auch ein guter Pick gegen Six immer. Also man kann, Six ist ja, neigt ja auch dazu, die Lane sehr zu pushen. Ja. Und auch Orianna kann da ganz gut farmen mit ihrer Resonanz und mit ihrem Ball einfach allein schon. Geringe Cooldowns, zwar hohe Mana-Kosten, aber beide sind ja wirklich auf dieses Fiends Unholy Grail angewiesen und müssen dementsprechend dann auch dieses Item bauen. Und mit Orianna kann man da ganz gut spielen. Richtig, und das ist eigentlich auch eine ganz gute Idee gewesen, um dann schon mal diese Lane so ein bisschen zu stabilisieren. Es kommt dann auch darauf an, wie wir die Ultimates landen. Bei Orianna ist ein bisschen wichtiger, weil sie ja natürlich die CC mitbringt. Und bei Six, na, das ist einfach ein gigantischer Radius. Es ist gut in der Mitte, mehr weh offensichtlich. Aber auch der Rand ist dann bei sehr, sehr hohen EP-Werten immer noch vernichtend. Also hier auf jeden Fall gespannt sein, wie das Ganze wird. Ich denke, diesmal haben sich die Dux für eine Botlane entschieden, die auch mal alleine klarkommt, wenn nicht sogar dominiert. Also Karma, Lucian, sehr, sehr stark. Und deswegen wird das, denke ich mal, schon ein ganz anderes Spiel als beim letzten Mal. Und da muss man mal schauen, wie das Ganze dann wird. So, jetzt können wir schon sehen, dass die Spieler nochmal diskutieren, nochmal schauen, okay, wie spielen wir das jetzt Ganze runter? Ein Faculty führt, ja. Wissen also, wie sie quasi vorgehen sollen. Diesmal eine etwas andere Konstellation. Gerade der Thrash und der Grave. So, das ist jetzt keine Bomben-Synergie, muss man sagen. Also sie haben natürlich relativ hohe Grundschäden, gerade dann, wenn man es wirklich schafft, jemanden in die Box reinzubekommen, weil da der Anfangsschaden oder der erste Damage, wenn der Wall eingerissen wird, halt bei 250 liegt. Auch sehr hoch, wenn man es vergleicht. Ist aber nicht immer einfach. Ja, wir sind jetzt auch hier so im Game.
Das heißt, wir können jetzt definitiv gleich hier auch, wir sehen auch momentan die Spieler und die sind natürlich auch ganz angespannt. Und jetzt sehen wir die letzte, oder vielleicht letzte Begegnung, N-Faculty gegen Tick, Trick and Duck. N-Faculty hat schon 1-0 gewonnen hier, haben das Game, letzte Game wirklich klar entschieden, muss man wirklich sagen. Also haben das konsequent durchgezogen, lagen wirklich super gut voraus und mal sehen, wie es jetzt wird. Wir sehen auf jeden Fall auch von den Start-Items nichts Besonderes, muss ich sagen. Also wirklich ein kompletter Standard. Elise, diesmal wieder mit Dorans Blade. Also beim letzten Mal mit Hunter's Machete, jetzt mit Dorans Blade. Oh, Captain Snow, du bist AFK. Konnte aber hier nochmal rausstechen. Da muss ich sagen, sportlich reagiert. Also Mountain hätte, denke ich, keine Probleme gehabt, ihn zu hooken. Ja. Müssen wir hier ganz einfach so sagen. Da wurde hier noch ein bisschen gechattet, aber wichtiger ist Hunter's Blade nun raus. Ne? Snow könnte jetzt in der Mitte Probleme bekommen, sollte, ob wir es überlegen, da einen Gank zu wagen. Das ist natürlich kein schöner Start für ihn, aber er hat es ja sehr früh eingesetzt, das heißt, es ist auch sehr früh wieder verfügbar. Ja, also bevor das Game richtig losgeht, hat er definitiv auch wieder Flash zur Verfügung, so dass ihn das jetzt nicht so gestört hat. Aber auch, wie du gesagt hast, sehr, sehr sportlich von Mountain. Ja? Also man hätte durchaus den hier töten können, denke ich einfach mal. Und von daher wirklich ein sehr, sehr sportlicher Move. Man sieht noch nicht so aus, als ob man hier großartig invadet. Oh, da kommen schon die ersten Bücher hier vom Mundo. Bücher. Ja, die Aktenkoffer, genau. Das sind ja Aktenkoffer. Ich bin auch schon hier. Das ist einfach Bibliothekarmundo. Das ist einfach Bibliothekarmundo, genau. Ja, man verzichtet hier wirklich komplett auf den Invade, wie es aussieht. Man covert hier so ein bisschen. Steht natürlich hier geklumpt in diesem Riverbush. Ist auch sehr, sehr stark. Und ich glaube, Mountain spürt ja noch die eine oder andere Möglichkeit, doch den Engage zu wagen. Auch Thrash als Frontmann ist da sehr, sehr günstig. Hat auch gute Tankiness. Gerade mit dem Relic ist das kein Ding. Und man denkt sich, okay, wir haben in der Mitte einen kleinen Vorteil. Wir schnappen uns den Red Buff. Obvious wird dabei der Nutznießer sein. Frage wird uns sein, ob hier Nightmare in der Lage ist, die Rotation zu dem Red Buff von Obvious zu wagen. Ja, das muss man natürlich jetzt schauen, ob das worth ist und ob man den da bekommen kann. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn wenn man da hinläuft und dann vielleicht einem Counter-Gank entgegenläuft oder vom Jungler gecounter-jungelt wird, ist das sehr, sehr schwierig. Botlane, ja, kann man noch nicht großartig was sagen, eher verhalten. Also manchmal sieht man ja wirklich mit Level 1 so wirklich schon diesen Todestrade quasi und das sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht. Ich muss auch sagen, dass ich mehr Aggressivität gefordert hätte. Wenn man die Begegnung zuvor vergleicht, da ist er kam wirklich wie eine Besessene Richtung Gegner gerannt, damit das wirklich das Mantra-Q nicht verfehlt werden kann. Wurde jetzt aber vorher verfehlt und kann man halt schauen. Wenn sie Spells auf den Gegner landet, wird der Cooldown reduziert. Wenn sie Auto-Tags auf den Gegner landet, wird ebenfalls der Cooldown reduziert. Das bedeutet, sie kann ihre Spells häufiger verbessern. Ja, wurde Mantra, jetzt hier beschränkt getan. Ja, so das wurde. Oh, da kommt schon der erste Mantra-Q. Ja, er konnte noch rauslaufen aus dem Zusatzschaden, aber macht natürlich trotzdem immer sehr, sehr viel Schaden. Und ja, bis jetzt macht Sunny und auch Bonaparte das sehr, sehr gut. Die pushen immer wieder die Lane. Und bis jetzt hat sich es noch nicht so ganz ausgezahlt gemacht. Also Seduran hat immer noch Minions gefarmt und ist da nicht so weit behind. Aber je mehr Level die Karma natürlich bekommt, desto schlimmer werden natürlich auch die Qs. Außerdem muss man sagen, dass Graves eine gute Wahl ist, weil wenn er Autotext landet bzw. Angriffen ausgesetzt ist, stackt er ganz einfach seine Coolness, ne? Und ist in der Lage, mehr Damage zu tanken. Also das sind dann schon abartige Werte, das steigert auch mit Level. Deswegen tun ihm die Mantra-Qs nicht so sehr weh, solange er sich irgendwie in irgendeiner Form im Kampf befindet. Also da geht schon mal eine gute Wahl, um einfach nur diesen Poke-Damage zu widerstehen. Und er ist gerade sehr, sehr gering. Also wir haben schon Lane-Konstellationen gesehen, wo einfach Karma-Leute allein auseinandergenommen hat. Ja, und gerade einfach, ja, Karma skaliert auch sehr gut mit Level halt. Also die Spells machen einfach sehr, sehr viel Schaden, gerade wenn man einfach dieses Mantra schon von Anfang an hat. Und das wird auch nochmal mit Level 6 sogar verstärkt. Das heißt, da hat man noch eine bessere Möglichkeit, dann dementsprechend zu pocken. Also man sieht schon, Bugshot auch hier wirklich sehr, sehr viel Schaden an Sunny schon verursacht. Also man darf da das Ganze nicht unterschätzen. Und bis jetzt hält sich ein Faculty auf der Botline doch sehr, sehr gut. Obwohl sie einer poke-lastigen Kombination entgegenstehen, haben sie, jetzt kann man 4 CS weniger. Damit kann man durchaus leben. Man muss aber sagen, dass mit so einer Situation das Team von den Ducks besser zurechtkommt. Die Lanes sind jetzt nicht am Gewinnen volle Wucht, sondern sie halten ganz einfach. Auch Mundo kommt vom Farm her gleich. Und das gibt Nightmare die Chance, ganz gediegen im Jungle zu farmen. Er hat bereits hier das Mardrills mehr oder weniger schon fertig, wird jetzt hier versuchen, so gut wie es geht, ranzukommen. Auch schön hier von Snow nochmal disengaged. Kakuna zwar getroffen, trotzdem dann die Charges wunderbar unter sich selbst platziert und wegzukommen. Und das ist hervorragend. Wenn die Lanes hier super gut klarkommen, ist Nightmare nicht im Zugzwang, jetzt schon zu gängen. Er wird einfach im Jungle für immer bleiben. Hook hier noch ein bisschen daneben, bis er natürlich sein Regis-Laterne fertig hat. Oder
so eine Ultimate zur Verfügung. Ja, und das ist ja natürlich auch sehr, sehr wichtig. Deswegen muss man ja auch schauen, wenn man so einen Jungler spielt, der auf Feral Flare angewiesen ist, da muss man schon wirklich, wie du sagst, autonome Lanes picken, die wirklich safe spielen können und wirklich, wirklich ganz normal da farmen können auf den Lanes und auch sehr gut disengagen können, also auch selber gegen den Gank geschützen, denn Elise hat einfach dieses, sie braucht kein Feral Flare und sie muss auch nicht ewig im Jungle bleiben, sondern sie ist wirklich eher so die Gankerin. Genau. Wir sehen schon, dass er obvious wartet. Er will dann einen Fehler von Phantom Joe sehen. Denke ganz schön ordentlich. Tankin ist dabei. Er hat sich für Dorans Schild entschieden. Eine sehr, sehr defensive Variante. Wieder Botlane mit dem Hook Engage. Sunny selber hat keinen Mana mehr. Muss da aufpassen. Also ohne Fähigkeiten wird das Problem schön gemacht von Phantom Joe. Konnte gerade noch so wegflashen. Ist halt die Frage, ob der Counter-Gank nun durchkommt. Nightmare wird offensichtlich gesehen. Ist kein Problem, da irgendwie drauf zu reagieren. Man zieht sich da einfach zurück. Beziehungsweise auch Prombear versucht natürlich so zu reagieren, dass er versucht, Nightmare möglichst lange auf der Lane zu halten, damit er seine Stacks nicht bekommt. Ja. Je länger er außerhalb des Jungles ist, umso besser ist es natürlich für das Team von den Faculty, weil jede Minute, die Feral Flare hier delayed ist, ist natürlich super schön. Oh, schade, das Flay war nicht in Range. Aber bis jetzt wirklich, sie machen sogar noch mehr Druck auf der Lane, habe ich so das Gefühl. Also Mountain und Sirion lassen sich von dieser Poke-Kombination gar nicht beeindrucken, sondern farmen hier ganz normal, haben sogar mehr Farm als der Lucian. Ist wirklich schon sehr irritierend. Das darf gar nicht sein. Das ist wirklich eine riesengroße Problematik. Weil, wie gesagt, Graves ist im Late nicht überragend gut, muss man sagen. Aber wenn es sich auf der Lane jetzt schon so wohlfühlt und vom Farm her gleichkommt, dann hat man halt den Lucian nicht perfekt ausgespielt. Cromwell wird hier von seiner eigenen Minions hier so ein bisschen getrollt, haben ihn ein Stück weit geblockt, Botlane, versucht hier wieder zu engage, festhalten, geht hier auf Sidiru durch, das heißt, er kriegt super viel Schaden, ist aber geblendet, kann also niemanden sehen, jetzt geht auch das Exhaust auf, Mount, das ist natürlich ungünstig, das heißt, Sunny hier nicht mehr in der Lage, Schaden rauszudrücken, jetzt kommt hier Nightmare noch dazu, auch sofort mit dem Flashgabel versucht er das 4 durchzubekommen, hat doch geklappt, aber laut den Änderungen versucht man natürlich von dem Gegner wegzurennen, vor dem man mehr oder weniger Angst hat, jetzt wurde hier das Wurstband von Obvious erzielt, da hat man sich ganz einfach nicht mehr wohlgefühlt, was das Porten angeht, Cocoon ist aber noch zur Verfügung. Wird auch getroffen, aber kein Follow-up mit dem Hook der Torwahrscheinlichkeit auf Cooldown. Ärgerlich. Also, Sunny hätte das locker überlebt. Ja, also er hätte da definitiv nicht recallen dürfen. War natürlich sehr schön gemacht von Obvious. Er wusste, dass er da recallt und hat sich dann gedacht, oh komm, dann hüpfe ich mal da rein zu ihm und schnapp mir das First Blood 400 Gold für ihn. Natürlich super wichtig. Und vor allen Dingen, das ist halt das Ding von den Faculty. Sie machen einfach, sie werden engaged und schlagen dann immer wieder zurück. Also dann kommt einfach durch so einen ungünstigen Moment einfach. Sunny kann natürlich da auch backgehen und hätte da wahrscheinlich überleben können. Und ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für ihn, dass er da auf Obvious getroffen ist. Die Riesenproblematik, dass man sich dazu entschieden hat, Mountain zu exhausten. Er macht keinen Schaden. Das ist super wenig, da bringt das nichts. Vielleicht, wenn er super wenig Leben hat, wo man ihn einfach nur töten will. So, das kann man verstehen, aber er war noch full life. Das attraktivere Ziel wäre auf jeden Fall Sidrio gewesen, hat aber nicht funktioniert. Phantom Joe muss hier ein bisschen was gefallen lassen, aber er hat kein Problem. Ich denke, ich würde mich nicht wundern, wenn er einfach sofort seine Ultimate aktiviert, sollten seine Pots irgendwann nicht mehr da sein, beziehungsweise verbraucht worden. Hier auch wieder Bonaparte, war nicht in der Lage, hier das Q zu treffen, wird zwar nochmal festgehalten, ist aber kein Problem. Und das macht Sidrio sehr gut. Er hat ja sein Dash zur Verfügung, um genau diesen Mantra Q auszuweichen und er tut es einfach. Man hätte ja vielleicht sagen können, okay, ich lasse mich davon treffen, mein Dash ist viel wichtiger später vielleicht. Ist es eben nicht. Mantra hat einen super hohen Cooldown und somit auch Sidro ungefähr mit dem gleichen dabei, wenn es um den Dash geht. Zumal der Dash ja auch für jeden Auto-Attack um eine Sekunde verringert wird. Richtig. Das kommt auch noch dazu und da hat er definitiv auch sein Dash immer zur Verfügung, wenn auch Bonaparte seinen Mantra zur Verfügung hat und das macht er wirklich gut. Also da weicht er komplett aus und ja, wenn man wirklich immer mit vollem Life auf der Lane steht, dann ist diese Poke-Kombination natürlich auch nicht so erfolgreich. Und man sieht auch, Promare hat sich jetzt dafür entschieden, zum einen Berserker Greaves zu rushen und vor allen Dingen auch Sheen First zu bauen. Also setzt er wirklich komplett auf den Superschaden. Richtig. Und ist auch eine sehr, sehr gute Idee, finde ich. Denn Phantom Joe verzichtet wahrscheinlich so ein bisschen auf Resis, weil Iridia sowieso True Damage macht. Und da ist Sheen dann auch eine ganz gute Lösung, um dann einfach noch mehr Schaden zu machen. Und außerdem besteht natürlich dann die Möglichkeit, so ein bisschen gegen seinen Stil und gegen seine Ultimate anzukämpfen. Die kostet erstmal prozentual Leben vom aktuellen offensichtlich. Und natürlich versucht der Prompt einfach nur diesen relativ langsam hier entgegenzuwerfen. Natürlich ist der Heal abartig, so das wissen wir. Aber wenn es darum geht, Burst Damage auszuteilen, ist so die einzige Möglichkeit, ihn sofort zu töten. Bonaparte muss hier dann rausreichen. Die Box ist zwar draußen, aber hier werden nochmal alle verlangsamt. Jetzt ist die Frage, ob der Counter gegen nochmal durchkommt. Schön hier mit dem Bugshot nochmal gearbeitet, aber alle verhalten vergleichsweise viel aus, nur noch weit mehr. Relativ schön hier mit dem Flash-Leg gearbeitet auf die Bombe. Kam zwar von oben nochmal rein, hat aber keinen interessiert, außer die kleinen Spinnen, die nebenbei erledigt wurden. Wunderbar gemacht, 2 Kills, super gediegen abholt und den Faculty fängt hier wieder
an zu snowboarden. Ja, und da war es genau wieder wie beim letzten Mal. Sie werden engaged und schlagen einfach zurück. Sie denken sich, ach komm, wir lassen uns davon nicht beeindrucken, sondern schlagen hier einfach kontinuierlich zurück. Und da kam sogar noch die Six-Bombe, aber sie hat einfach nichts bewirkt. Und jetzt hagelt es wieder Gold auf das Konto von Infected. Der erste Dragon ist jetzt hier erledigt. Das ist natürlich immer vom Vorteil. Also jetzt auch schon wieder 2300 Gold Vorteil in der 10. Minute. Aber ich glaube, wir erleben hier fast schon wieder ein Déjà-vu. Ja, wir geben wieder ab an Melly. Nein, war natürlich nur Spaß. Also es ist jetzt wirklich offensichtlich. Größte Problematik ist halt, dass das Team von Infected derzeit wenig Fehler macht. Und wenn ihnen dann quasi noch solche Kills, ich will nicht sagen geschenkt werden, das war gutes Timing wieder. Das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man gerade gankt, weil das Team von den Ducks hat sich im Vorteil gesehen, bis es obvious da war. So, und das ist halt so die große Problematik. Ein richtig guter Jungler arbeitet quasi nicht mit Damage oder mit guter CC oder ähnliches, sondern mit gutem Timing. Und das hat hervorragend funktioniert. Vor allen Dingen wieder die Gesamtrotation erfolgt. Man hat hier es geschafft, zwei Leute abzureißen und dann ebenfalls noch die Möglichkeit genutzt, den Drake zu machen. Ja. Zumal ja auch das alles nur Kalkulation ist. Obvious weiß ja nicht wirklich, wo tummelt denn Nightmare jetzt momentan gerade rum. Aber er war wirklich immer, wo Nightmare war, da war auch Obvious. Ja. Und das hat er super gemacht. Also, und auch Sedrion spielt da den Grave super aus. Mit den Dashes arbeitet er gut, weicht den Poke komplett aus, geht dieser ganzen Kombination. Wir sehen ja auch 82 zu 74 Farm. Also da hat sich diese Poke-Kombination so gar nicht gelohnt. Also da hat man eher dann auf diesen Damage-Pick den Damage-Pick gewählt, hat den Trash dann nicht bekommen. Und da muss man den natürlich auch durchbringen. Wenn man die Poke-Kombination nicht durchbekommt, dann wird es sehr schwierig. Ich bin auch irritiert, dass man sich nicht für den Caitlyn entschieden hat. Sie war nicht gebannt. Lucian ist ein starker Champion, offensichtlich. Das ist jetzt wirklich, darüber muss man nicht so diskutieren. Aber ein Graves, den tut es einfach so weh, wenn er aus 800 Kilometern gepokt wird, weil der kann einfach gegen einen Sniper nicht mit einer Schrotflinte ankommen. Das weiß man auch unter den Counter-Strike-Leuten. Und das ist halt so ein großes Grundproblem, was halt hier gerade erfolgt. Und Lucian selber ist stark. Wie gesagt, vom Farmer ist jetzt kein überragend großer Abstand, aber es ist ein unangenehmer Faktor. Definitiv. Also man sieht auch oben, wird wieder fleißig getradet. Das kennt man ja schon von der Toplane. Und Phantom Joe kann hier natürlich ganz normal seine Ulti aktivieren und dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken. Die Frage ist jetzt natürlich, wie man da jetzt nun weitermachen kann, was das Team von den Ducks angeht. Sie müssen schauen, dass sie jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Wie gesagt, Lucian fühlt sich nicht gerade wohl, jetzt ein paar Kills abgeben und ist auch von dem Item-Bild her offensichtlich unterlegen. Ist aber Sedrio jetzt ganz alleine, kann aber wieder sofort das Dash benutzen. Geht ja wirklich überhaupt keine ungünstige Situation. Es ist natürlich unangenehm, wenn gerade der Supporter fehlt, weil er Warden war. Das ist aber auch okay. Jetzt versucht sich natürlich Sedrio so gut wie es geht hochzuheilen. Und sollten sie jetzt den Fight suchen, gewinnen sie den auf jeden Fall. Das bedeutet, man hat einerseits den Kolletarage an der Ultimate für Grace zur Verfügung und Sunny selber ohne das Culling natürlich auch ein bisschen geschwächt. Und da kommen wir sehen, Hook ging leider nicht, aber trotzdem der Schaden super hoch. Wieder die Ultimate nochmal draufgegangen. Sunny kann das Ganze noch wegdenken, aber Obvious wieder genau zur richtigen Zeit. Da trifft auch den Cocoon, hat ihn quasi Bonaparte ins Gesicht gedrückt. Sidro in der Lage, da den Kill zu holen und keiner geht drauf. Ja, so wieder ein Double Kill auf der Botlane, also 5:0. Inzwischen auch wieder Bonusgold auf der Seite von Infected. Und auch Fromberg kann sich jetzt hier schon so ein bisschen fighten einfach mit dem Mono, obwohl er nur das Schienen hat. Und Mono da wirklich schon einiges an Rüstung angesammelt hat. Der Stun natürlich sehr unangenehm. Immer wenn man Lowlife ist, muss jetzt hier auch aufpassen. Also sollte da nicht zu weit reingehen. Hat jetzt seine Ulti quasi für nichts verbraucht quasi. Also ist jetzt auf demselben Stand wie vorm Benutzen der Ulti. Natürlich sehr, sehr gefährlich. Und Promare kann sich jetzt hier wirklich ganz gechillt hochfarmen. Also hat jetzt 120 zu 84 Farm. Läuft wieder alles super für ihn. Ja. Und auch die Botlane. Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Obvious zittert einfach die Botlane. Toplane ist ein Selbstläufer. Und auch Siju kann in der Mitte mit Orianna einfach super safe spielen. Das war wirklich gut gemacht von Snow. Konnte da sofort hier nochmal den Disengage wagen. Muss aber schauen, dass er irgendwie sein Team wieder trägt. Also er hat hier einen guten CS-Lead, muss man sagen. Also es ist nicht überragend viel, aber er macht das konstant. Es sind ja 13 Minuten, er hat 150 Farm, das ist super, das ist fantastisch. Aber im letzten Game konnten wir bemerken, Farm ist nicht alles. Ja. Auch mit dem Jace war er unglaublich dabei, hat er abartige CS-Wert und dann auch die entsprechenden Items. Aber alleine kann man das Spiel nicht gewinnen. Man muss halt schauen, dass dann auch die entsprechenden Lanes powern. Zurzeit ist es immer dort, es gewinnt immer die Lane, wo Obvious ständig ist. Ja, und vor allen Dingen, sie machen es ja auch wirklich so, dass sie von vornherein sagen, Top-Lane,
ist unter Kontrolle, brauchen wir nicht hin. Midlane läuft jetzt nicht unbedingt so super, dass man da Kills holen kann, aber man kann farmen. Das ist sehr, sehr entscheidend für einen Orianer. Und Botlane, ja, man wirkt dieser Poke-Kombination einfach entgegen und man ist immer wieder da, wenn Nightmare auch da ist. Ja. Und nimmt somit auch Nightmare raus. Er hat jetzt seinen Regal's Lantern fertig gebaut. 20 Stacks sind momentan auf seinem Konto hier. Und das heißt, es dauert sogar noch ein wenig, bis er Feral Flare hier letztendlich hat. Und ja, momentan läuft die Botlane ja wirklich nicht so gut. Jetzt ist dann natürlich auch die Frage, was Nightmare als nächstes tut. Er hat seine Ultimate zur Verfügung, hat natürlich gerade wenig Leben, so wird er, denke ich, auch bald nochmal die Base aufsuchen und dann eventuell den nächsten Gank wagen. Das muss man machen. Paranoia hat einen unglaublich hohen Cooldown, aber auch eine unglaublich hohe Effizienz. Kann aber hier so zeitlich ausgespielt werden. Ich sehe schon, Sidre versucht dann nochmal gegenzuhalten. Kann hier mit dem Backshot arbeiten. Aber da merkt man schon, der Schaden ist relativ hoch, wenn man hier das Kammer, das Q sitzt. Ja, also da kommt schon richtig viel Schaden rein. Gerade ab Level 6 upgradet man diesen Schaden mit dem Mantra ja auch nochmal ein bisschen. Wenn Sirio da nicht ausweichen kann mit seinem Dash, dann bekommt er da wirklich schon sehr, sehr viel Schaden rein. Aber er kann natürlich auch sich immer wieder hochheilen. Er hat den Blutdurster zur Verfügung, gibt ihm ordentlich Lifesteal und vor allen Dingen auch die nötige AD. Zumal, wenn es jetzt irgendwie zum Kampf kommen sollte, das Team, wenn sie nicht vorher poken, das Team von den Ducks gnadenlos verliert. Allein schon, dass die Blutdurster 6 ja gerade gesammelt werden und noch nicht mehr ein BF auf dem Sunny ist. Er hat, denke ich, auch genügend Geld, um sich wenigstens das BF selbst zu kaufen. Da können wir jetzt nochmal noch einen kleinen Blick drauf werfen. Ja, 1000 Ritter, er hat noch nicht mal genug. Das ist super ärgerlich. Aber ja, dann kann man auf jeden Fall ein bisschen besser arbeiten. Rumble lässt sich jetzt hier etwas Schaden gefallen, ist aber kein Problem. Arbeitet einfach mit dem Stun dagegen und will halt einfach jetzt nur die Lane halten. Gerade mit dem Q kann man so schön fahren. Ja, und Sedogon fühlt sich auch super wohl da auf der Botlane. Man sieht schon, Obvious ist wieder da und jetzt ist okay, ein bisschen neben Blade nochmal rausgegangen, aber die Box hat keine Effizienz gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, wer das Ganze tanken wird. Mountain kann es immer nochmal. Teleport ist nochmal durchgemacht. Die Bombe kommt hier nochmal runter. Bonaparte wird hier natürlich mit dem Movement wieder noch gut arbeiten können. Femjo kommt. Boah, der geht hier fast sofort drauf. Das ist halt das Problem. Man hat zwar eine Ulti, aber wenn sie nicht schnell genug regenerieren kann, dann geht man gegen den Burst Damage verdammt schnell drauf. Auch die Hilfe, in Anführungszeichen, von Snow hat hier nichts gemacht. Nee, also man wollte helfen und hat es eigentlich an sich noch schlimmer gemacht. Man hat ja auch Botlane noch einen Kill gegeben und Dragon kommt jetzt auch, ist jetzt wieder ab. Das heißt, den werden sie sich auch schnappen und es wird immer brachialer. Dieser Goldunterschied 8-0, 6500 Gold sind es knapp. Also es ist unglaublich stark, was Infekulty hier macht. Also sie spielen das einfach gnadenlos runter. Also sie lassen Tick-Trick-Nack einfach gar keine Chance. Ja, perfektes Timing wieder gewählt. Sie wussten, okay, der Drake kommt gleich, komm, lass uns die Botlane abreißen. Ja. Dann hier schön reingepusht. Dann natürlich, obwohl auch so Spells wie der Hook zum Beispiel einfach daneben ging. Oh, total egal, vielleicht nicht rein, bupp. Mit dem Flay kann man da gut arbeiten. Die Box wurde ja quasi auch nicht drin. Das ist halt das Krasse, wenn man schon so weit vorne ist, dass die Spells nicht mal nötig sind. Nee. So, ist halt, also was heißt ja nicht nötig, ist ein bisschen übertrieben, aber es geht halt in die Richtung, dass man ganz einfach eine unglaublich hohe Dominanz aufbaut und wieder diesen Drake bekommt und den Tower und damit jetzt einfach schon in der 17. Minute 7000 Gold Vorsprung, was ist das? Ja, das ist wirklich schon sehr brachial, also da muss man irgendwie schauen, ob man da noch zurückfinden kann, ich weiß es nicht. Wird natürlich sehr, sehr schwer, denn die Botlane ist auch sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtige Rolle, gerade wenn man diese Poke-Kombination pickt, dann möchte man im Early Game ja auch sehr, sehr stark sein. Und das wurde hier komplett verhindert einfach. Man sieht auch, Fromm, er hat jetzt auch sein Triforce schon fertig, also er fühlt sich da auch Toplane wirklich sehr, sehr wohl. Also Toplane, wieder diese eigene Welt, von der wir immer reden, yep. Ist einfach so. Momentan, das Spiel läuft eigentlich nur auf der Botlane. Also richtig. Auch Mitte 0-0-0 ist eigentlich auch so Solo-Queue-Mission quasi. Und lediglich auf der Portlane 8 Kills gefallen. Und ja, ist natürlich ärgerlich, dass Nightmare da auch nicht wirklich irgendwie helfen kann. Also er versucht es immer wieder, aber er kommt nicht rein. Oh, Bonaparte hat ja wieder super viel Leben verloren. Muss ich da zurückziehen, auch ob wir zwar hier verängstigt, kann aber mit dem Ball von Siege auf jeden Fall ein paar gute defensive Werte aufbauen. Das ist auch schön gemacht. Man hat jetzt hier auf der Seite von den Ducks versucht, so ein bisschen zu freezen. Man lässt jetzt hier ganz einfach Sidre alleine. Er ist dann jetzt gut ausgestattet. Er hat hier seinen Future-Zone schon seinen Last Whisper nach 18 Minuten fertig. Wow, Mount, du bist auf jeden Fall in einer guten Position. Kann ja seine Box rausnehmen, aber die Schocke, der wird hier einfach so hin und her geworfen. Hat hier keine Probleme damit, ihn dann nochmal abzureißen. Schönes, ja, schöner Engage einfach nur auf die Midlane selber. Sie gehen jetzt einfach hier gruppiert gegen die Jungs von den Ducks vor und da sieht man auch wieder diese Statistik, dass sie insgesamt sehr, sehr viele Assists holen und das klappt einfach wunderbar. Gerade ja. die Synergie zwischen der Botlane und dem Jungle ist herausgekommen. Ja, also sie machen einfach, sie agieren wirklich komplett als Team. Sie haben Botlane durchgedrückt und können jetzt auch Sidrion komplett alleine lassen und er ist stark genug, um sich mit Sunny zu messen. Man sieht schon unten. Kriegt jetzt aber das. Kriegt die Paranoia quasi ab und kommt weg. Wie geht das denn bitte? Er muss natürlich Flash benutzen, das ist offensichtlich. Aber
nicht mal in der Situation konnte man von einem Erfolg sprechen, obwohl er so lange allein war. Ja. Ja, das ist halt das Problem, wenn man so einen guten Summoner-Spell noch zur Verfügung hat. Oh, man sieht auch schon Pronware, der Schaden ist abnormal hoch. Also auch Phantom John muss da oben jetzt schon sich zurückziehen, also kann da wirklich gar nicht kämpfen. Vor allem, wie sicher er gespielt hat. Bonaparte, das Gegenteil von sich fürs Spiel, muss man sagen. Wollte Warden, kriegt jetzt hier noch einen Hook in den Rücken. Buckshot ins Gesicht. Hat ja gut geklappt, aber was ich sagen wollte, Pronware hatte sogar noch Flash und seine Ulti übrig. Er hat sich dafür entschieden, Phantom Joe nicht weiter zu diven. Er hätte 100% den Kill bekommen können, spielt das aber wieder super sicher runter. Das ist der Wahnsinn. Also, obwohl man so ein Lead hat eigentlich, ja, spielt man hier wirklich komplett safe. Man sieht auch, Pronware teleportet sich jetzt einfach auf die Botlane und denkt sich, ah, Sunny, du wirst hier nicht pushen. Ist da sogar so ein bisschen on the chase, ja, kann man sagen. Er hat aber auch mit den Trinity Force eine sehr, sehr hohe Move-Speed. Also er ist ja sogar immer noch am Jagen. Also wird es relativ schwierig. Sunny halt mit dem Dash am Start kann da auch Distanz über Wände zurücklegen, wo ganz eben Pronware nichts machen kann. Außer so ein bisschen abschrecken, was aber wieder dazu führt, dass Sunny nicht an Farm rankommt. Ja. Also er muss wieder schauen. Mit 0-4 ist er natürlich ordentlich behind. Also 5-0-4 auf Sedrion ist schon wirklich kräftig. Minute 20 haben wir jetzt wirklich. Wir haben zwei Core-Items fertig, die Boots und auch ein Eifer. Also das ist wirklich schon sehr, sehr kräftige Items. Also da kann sich momentan, glaube ich, nicht mal der Mundo kann da bestehen bleiben mit seiner Rüstung. Also auch er wird da in Sekundenbruchteilen zerstört werden. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Zumal, wenn man auch die auf die Gesamtwerte guckt, 10-0 vorne. So, das ist schon 5 Türme vernichtet. Und dann noch die Lanes mit einem sehr, sehr guten Farmvorsprung da. Da sieht es super schwierig aus. Also wie da die Ducks zurückkommen wollen. Das ist ja vor allen Dingen, es ist ja ein Unterschied, wenn man 10.000 Gold zurücklegt bei 40 und 50.000 Gold. Oder halt hier, wie man sehen kann, bei 30. Das ist einfach nur epische Prozente, die sich dann natürlich auch auf den Schaden auswirken. Sidrio ist halt offensichtlich der Tank hier. Reißt ihn da ohne Probleme ab. Stürzt sich auf zwei Leute. Das darf nicht sein. Das geht nicht. Kriegt ihn damit der Ultimate locker down. Sichu kriegt ja einen Assist mehr oder weniger nur durch den Ball. Ja, also natürlich sehr, sehr bitter. Und den Dragon, den Baron werden sie auch nicht contesten können. Also was will man dem Team noch entgegenwerfen? Einfach 11-0. Sidrion hat hier gerade einfach Nightmare getwo-hitted quasi. Ja, und auch hier Bonaparte. Der kriegt sogar noch den, hat ja sein Redbuff zur Verfügung und schnappt sich eventuell den nächsten Phantom Joe. Wollte ich nochmal reingehen in den Pit, mehr oder weniger, um zu sterben. Hat natürlich kein Smite oder ähnliches zur Verfügung, um da irgendwie durchzuziehen. Nightmare ist jetzt wieder da. Das heißt, er muss einfach nur dieser fast schon Tragödie zuschauen. Wobei man auch sagen muss, Infaguity spielt einfach wunderbar. Das ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt ein Spieler ist, ne? Wenn man jetzt irgendwie mit der LCS vergleicht, oh, es ist Björksen. Sondern hier spielen alle wunderbar. Ja. Und das ist wirklich, das ist halt die Harmonie, die dann offensichtlich wird. Und da haben die Ducks zurzeit nichts entgegengesetzt. Man hat jetzt hier den Baron geholt, schnappt sich da den Turm ohne jegliche Gegenwehr, auch Sedrion wird wirklich frech, muss man schon sagen. Zumindest was die offensiven Bewegungen angeht, schnappt sich jetzt aber hier den Inhibitor und die können sich locker zurückziehen. Vor allen Dingen, sie werden ja auch nicht gierig. Ja. Also sie sind vorne, sie sind offensichtlich vorne, alles läuft super und trotzdem werden sie nicht gierig. Man verfällt ja dann irgendwann immer in so einen kleinen Rausch und will sich dann einen Kill nach dem anderen gönnen. Das machen sie gar nicht. Also sie wirklich spielen kontinuierlich safe und spielen das ganz locker runter. Und so muss man das machen. Ja, weil man sagen muss, das war jetzt schon ein unangenehmer Schaden, den Sedrio da gerade erhalten hat. Also Karma mit dem Mantra-Q, beziehungsweise Snow hat auch eine Bombe getroffen. Snow darf man jetzt ja nicht unterschätzen. Ah, er hat ja seinen 250 Farm in der 22. Minute. Ist damit Sichu im Prinzip gleich. Und hat seine Core-Items zu der Zeit fertig. Also, ja, es ist... Ja, ich will nicht sagen, dass sie jetzt gute Chancen haben. Ja. Ne? Aber, wie gesagt, jeder kleine Fehler, den Infaguity jetzt macht, muss das Team von den Ducks sehen und ausnutzen. Und zur Zeit ist es halt so, sie machen keine. Ja, und selbst wenn sie Fehler machen, du hast es ja vorhin auf der Botlane schon erwähnt, man muss nicht mal alle Spells landen. Also man kann sich den ein oder anderen Fehler sogar hier ohne Probleme erlauben, einfach weil man mit so vielen Items einfach voraus ist. Also wenn wir uns allein die Midlane angucken, also das ist wirklich, da geht es noch einigermaßen. Ja, relativ gut gefahren, aber die Botlane einfach, Phantom Dancer, Last Whisper und Blutdürster auf dem Graves, während die hingegen Sunny gerade mal Blutdürster fertig gebaut hat. Also das ist wirklich sehr, sehr bitter. Wurde da wirklich komplett aus dem Spiel rausgenommen, obwohl vom Farm her eigentlich nicht so große Unterschiede sind. Richtig. Können jetzt schon sehen, dass die Rotation nochmal zur Botlane erfolgt. Hook geht auf Fenjo. Man versucht sogar ihn so ein bisschen zu engagen. Muss seine Ultimate zünden, um gegenzuhalten. Mount jetzt mittlerweile allein alle. Oh, die Shockwave hat super viel Damage gemacht. Der absolute Zerstörung hier. Wow. Das war innerhalb von 5 Sekunden das ganze Team von den Ducks komplett inhaliert worden. Das war wirklich die Shockwave des Todes, kann man sagen. Also da waren wirklich alle dezimiert direkt durch ein Spell. Ja, und das wird es wahrscheinlich hier auch gewesen sein. Das müssen wir uns nochmal angucken. Und zwar in blutiger Zeitlupe. Ja,
Wir haben jetzt ja offensichtlich hier noch ein bisschen Zeit. Also, seht schon, Phantom Joe kriegt da ordentlichen Schaden. Jetzt gehen sie auch alle in den Busch rein, werden auch gesehen. Und da denkt sich wahrscheinlich Sichu, bam, super viel Schaden. Also wirklich abartiger Natur, das muss man hier ganz einfach so sagen. Wir spulen jetzt hier nochmal zum Sieg vor. Wissen natürlich, dass das Team von Infecuity gnadenlos gewonnen hat. Aber diese letzte Shockwave war natürlich episch. Ja. Die war wirklich totale Zerstörung. Also da muss man schon sagen, das war nicht schlecht. Da hat man gesehen, wie viel Zerstörung einfach da drin hängt, wenn man eine Shockwave so richtig an den Mann bringen kann. Und ja, das war wirklich sehr, sehr bitter. Also spricht ja 18-1 immerhin. Ein Kill konnten sie sich noch holen. Oder zwei sogar. Nee, ein. Tatsächlich, Phantom Joe hat ihn sogar noch bekommen. Also wirklich der Ehrenkill quasi. An den Mountain. Der Arme. Wird der jetzt wahrscheinlich auch im Team gemobbt als Feeder. Ja, natürlich. Ist natürlich jetzt der Feeder of the Day. Kriegt jetzt auch das T-Shirt an. Muss ich jetzt erstmal für den Rest des Tages in die Ecke des ESL-Studios stellen. Nackt natürlich. Und wird geteert und gefedert. Ja. Und jeder darf ihn einmal treten, weil er einfach gefeedet hat. Muss man wirklich sagen, der Tod war wirklich unnötig. Das war einfach zu weit reingegangen. Aber muss ja insgesamt sagen, wirklich sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Spiele. Und Infecuity halt einfach die. Wann haben Sie das letzte Mal verloren? Ja, das war schon vor Wochen. Ja. Also lediglich im ersten Cup. Da kann ich mich noch erinnern, gegen Pentasports. Haben sie einfach verlernt zu verlieren. Es ist einfach nicht möglich. Keine Ahnung, die Teams werden sich wahrscheinlich auch untereinander so ein bisschen abgesprochen haben. Was soll man gegen die machen? Habt ihr da irgendwie eine Idee? Und bis jetzt scheint es dann noch nicht so ein Mittel zu geben. Zumal sie auch mit verschiedenen Compositions gut gespielt haben. Es war jetzt irgendwie keine, oh Gott, das ist die super Infecuity-Methode, womit wir verloren haben, sondern sie haben unterschiedliche Champions ausgepackt, mal gepoked, mal engaged, mal wirklich eine Mixtur gehabt. Wie gesagt, eine Graves. Thrash-Botlane ist okay, aber ist jetzt keine überragende Lane. Und sie haben das Ganze einfach umgedreht und gesagt haben, alles klar, obvious, du kommst bitte ungefähr 100 Mal vorbei, gibst uns Kills und dann gewinnen wir das Ganze. Ja, zumal das Timing natürlich auch, so ein Timing, da kannst du nicht lernen. Nein. Das ist einfach, entweder hast du das oder hast du es nicht. Und obvious war einfach immer da, wenn Nightmare da war. Das ist ja fast wie so eine Krankheit gewesen. Ja. Immer, egal wo er hingelaufen ist, er war immer da. Hat ihn natürlich dann auch rausgenommen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und dann, wenn man die Poke-Kombination nicht durchbringt, ist es sehr, sehr schwer. Richtig, also es hätte quasi genau andersrum sein müssen. Man hätte Graves und Thrash nur am Tower sehen müssen mit halber HP, wenn überhaupt. Und dann kann Nightmare einfach sein Ding machen. Und falls sich irgendwie Sidrio und auch wenn er sich rausgetraut hätte, hat natürlich trotzdem Thrash einen guten Disengage, aber die Paranoia ist eigentlich nur eine super geniale Fähigkeit, um zu ganken, auch wenn man quasi auf den Feral Flare setzt. Und er hat ihn, glaube ich, dann gehabt, als der Baron tot war. Ja. Also natürlich sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Das Timing spielt immer eine sehr wichtige Rolle. Und generell auch, das ist halt die Sache, was Infecuity immer sehr, sehr gut macht. Sie spielen immer zwei Lanes super safe. Und Pronbear und auch Siju haben in der Mitte einfach, sie konnten zwar keine Kills holen, aber safe spielen. Ja. Und das Problem war ja auch, TikTok and Duck war ja darauf angewiesen, auch Lanes zu picken, mit denen man safe spielen kann, weil man ja einen Feral Flare Jungler hat. Ja. Und da konnte man dann dementsprechend nicht viel engagen, sage ich jetzt mal. Man hat es versucht mit Nightmare, aber immer wenn Nightmare ja da war, war ja auch obvious da. Richtig, und das ist auch so ein bisschen aufgefallen, dass wenn die Lanes gleich waren, dass natürlich dann der Jungler eine höhere Rolle bekommt und obvious waren einfach stärker. Ja. Das muss man einfach sagen. Ja, und dieser Prozentualschaden. Timing of Doom, plus halt natürlich, dass auch die Cocoons und so weiter dann. Er musste dann ja quasi die CC von Thrash etwas ausgleichen. Ja. Beziehungsweise Mountain, trotzdem super gut gespielt, muss man einfach so sagen. Ja, also wenn er sich so gut um Graves kümmern kann, was nicht einfach ist. Wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt hier ganz einfach gediegen in die Siegerehrung über und bedanken uns natürlich fürs Zuschauen und es geht gleich weiter. Einen großen Dank und einen großen Applaus für unsere tollen Caster Maxim und Patrick, die den ganzen Abend und den ganzen Tag eigentlich so zauberhaft begleitet haben. Ja, ach, Michael. Das Finale, es ist vorbei. Es ist leider wir vorbei. Wir haben einen Gewinner, einen Sieger, den wir auch gleich in Ruhe küren werden. Aber vorab noch ein paar Worte an dich, Herr Produktmanager. Sehr gerne, sehr gerne. Du hast mir ja nicht nur Gesellschaft vor der Kamera geleistet. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Gerne, immer wieder gerne. Du bist auch in charge of von der ganzen Veranstaltung hier. Du mehr bist weniger. Ja, auf deiner Visitenkarte steht ja Produktmanager, Head of Pro Gaming Germany. Ja, ich weiß, bester Jobtitel ever. Ja. Nein, natürlich, ich bin so ein bisschen dann dafür verantwortlich, wenn es scheiße läuft, dann kriege ich immer einen auf den Deckel. Wenn es gut läuft, geht was das große Lob natürlich ganz ans ganze klar. Team.
Nee, das haben wir auch gut hinbekommen letztendlich. Wir haben eine sehr, sehr schöne Spring-Season gehabt 2014. Auch in anderen Disziplinen. Es lief schön reibungslos ab. Wir hatten schöne Matches in der Cup-Phase. Die Gruppenphase war auch sehr interessant. Und ja, ich sag mal so, gekürt mit so einem wunderschönen Finale. Was möchte man mehr haben? Was möchte man mehr? Und wir hatten ja sogar ein A-Series-Team, welches es bis in die Finalspiele geschafft hat. Und ist das so eine Bestätigung für das Cup-System, welches total. Du... Genau, das ist genau das, was wir eigentlich haben wollten. Wir haben ja in der Wintersaison damit angefangen, das Cup-System einzuführen. Jetzt auch für League of Legends. Davor war es ja nur in StarCraft der Fall. Und ich muss sagen, es kommt gut an, es funktioniert. Das heißt, auch ambitionierte junge Talente können sich also in recht kurzer Zeit nach oben spielen und einfach auch oben mitspielen mit den großen Teams, sich ja irgendwie duellieren und zeigen, was sie drauf haben. Und genau das haben wir jetzt nicht nur in League of Legends, sondern auch in den anderen Spielen gesehen. Absolut, auch in StarCraft genau. Gestern. Richtig, genau das ist genau das, was wir halt haben wollen. So. Wir wollen einfach die Basis, die Grundlage schaffen für junge Talente, dass die auch nach oben kommen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir neue Gesichter hier sehen. Auch hier unser Rookie of the Seasons, war sehr interessant. Er meinte auch, ja, zum ersten Mal halt in diesem ganzen Live-Event hier dabei zu sein. Macht ganz Spaß, genau. Macht Laune. Das ist auch eine besondere Erfahrung und das genau. Möchten wir natürlich auch den Leuten zu Hause näher bringen. Also jeder von euch zu Hause hat irgendwie die Chance, es ziemlich schnell hier auf die Finalspiele zu schaffen. Wenn man gut ist. Ne? Also wenn man gut ist, unter sagen, dieser nicht, Prämisse, ganz nicht, genau. Nicht jeder kann jetzt hier mitspielen, aber ja. Muss halt schon gut dafür sein. Aber ihr habt zumindest die Chance, euch anzumelden, ganz einfach genau. Auf der A-Series-Seite sich reinzuklicken, sich zu registrieren und dann kann man schon mal mitspielen. Und sich hochzukämpfen zumindest. Genau, das kann man machen. Und uns hat gerade eine ganz zauberhafte Dame Gesellschaft geleistet. Das ist die Alex, unsere Bardame. Und sie wird uns bei der Medaillenvergabe helfen. Genau, denn damit werden wir jetzt auch weitermachen. Wir haben natürlich zwei Teams, die wir jetzt hier noch ein bisschen küren wollen. Die und an der Spitze stehen. Genau, den ersten und auch den zweiten Platz. Und logischerweise fangen wir jetzt mit dem zweiten Platz an. Ganz genau, Team Tick, Trick and Duck. Einen großen Applaus. Einen großen Applaus für den Vizemeister. Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch noch ich einer. Ich wollte gerade sagen. Oder? Und vielleicht war das der Grund, warum sie jetzt nicht genau. Geschafft haben. Glückwunsch. Congratulations. Zweiter Platz. Aber hey. Es ist eine Leistung. Total. Es ist eine große Leistung. Und da kommt auch noch Phantom Joan, der... Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ach, zu deinem Team. Ich meine, Jungs, ihr braucht nicht traurig sein. Um ihr, habt eine, ihr habt ein Wahnsinn, eine Wahnsinnsshow aufs Parkett gelegt. Ihr steht an der zweiten Stelle. Ihr seid das zweitstärkste Team in Deutschland. Und genau und ich deswegen denke, darf man noch mal einen großen Applaus von euch geben. Feiert euch ein wenig. Das ist euer Applaus. Das ist euer Applaus. Super. Und ja, ich würde sagen, Micha, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt müssen wir Platz schaffen für unseren ersten Platz. Deswegen, ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns gleich noch beim Feierabendbierchen, oder? Sehr ich denke gut. Schon. Dann bedanke ich mich bei euch und wir werden jetzt hier noch ein bisschen Platz schaffen. Genau, für den ersten Platz. Und zwar ist dieses Team, glaube ich, die letzten 18 Tage gefühlt im Keller gewesen. Haben durchtrainiert, bis zum geht nicht mehr. Aber ich glaube, die Gaming-Räume im Vereinsheim sind auf der ersten Etage. Ich glaube, sie sind auf der zweiten Etage. Ja. Also aber es ist ziemlich groß. Sie haben trainiert, bis zum geht nicht mehr. Und das hat sich gelohnt. Deswegen einen großen Applaus für Deutschlands beste Gamer, N-Faculty. N-Faculty. Ja, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es euch verdient. Ihr habt euch wirklich glorreich geschlagen in der Cup-Phase. Ich meine, mit 100 Punkten Vorsprung. Auch herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Gleich. Herzlichen Glückwunsch. Ach. So, und jetzt ist das Team auch komplett. Und Micha, Herr Produktmanager. Ach, darf ich jetzt endlich? Walte deines Amtes und überreiche die Trophäe. Herzlichen Glückwunsch und einen großen Applaus für N-Faculty, meine Damen und Herren. Super, was für eine Season. So sehen Meister aus. So sehen Meister aus. N-Faculty auf dem ersten Platz hier. Ja, ein wunderschönes Match haben wir gesehen. Wir haben viele tolle Partien gesehen. Wir genau. haben Pentasports gegen Tick, Trick and Duck gesehen, die sich 0-2 natürlich durchsetzen konnten. Und N-Faculty gegen Plain Ducks 2-0. Wir haben viele 2-0er-Spiele gehabt, denn das Finalspiel von N-Faculty und Tick, Trick and Duck war auch ein 2-0er. Aber ich muss sagen, die waren unfassbar spannend und zum Teil ganz schön knapp.
Also, das war ein Finalspiel, keinesgleichen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Season. Ja, und ich glaube, auch euch hat es auch gefallen. Ihr hattet Spaß hier, oder? Sehr und natürlich schön. An dieser Stelle auch einen großen Dank an unsere Sponsoren BenQ, Smartchecker, Game.de, SteelSeries und Need for Seed. Und natürlich auch an euch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an dieses Wahnsinnspublikum hier vor Ort. Das war's live aus Köln. Das war's aus Köln, aber wir werden nächste Woche wieder hier sein. Mit euch, ohne euch, das ist mir egal. Ich bin hier, ihr könnt auch vorbeikommen und zwar für die Counter-Strike Global Offensive Finalspiele. Ich freue mich schon drauf. Du bist auch da? Ich glaube schon. Mal schauen, ob die Melli auch hier ist. Ihr schaltet einfach rein und werdet ihr es herausfinden. Ich bedanke mich nochmal für alles hier. Es hat mir Spaß gemacht. Jetzt denkt dran, es ist Samstagabend. Man kann sich jetzt auch mal ein Bierchen gönnen und mal den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Und morgen kann man wieder ein bisschen weiter zocken. Also, wir sehen uns spätestens nächste Woche Samstag hier wieder bei den ESL Pro Series Finals. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Bis und dann. Auf Wiedersehen.